Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Ich bin in Gedanken gerade in Dresden, bei den Dresdnern im Grünen Gewölbe. Das ist ja ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen gerade bewegt. Die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden sind ausgeraubt worden. Und mich haben Klienten, Follower, Freunde im Internet, gerade auf Facebook, hier auf den Gedanken gebracht oder gefragt, was kann man denn dagegen tun? Könnte man nicht eine Belohnung aussetzen? Ja, im ersten Moment, die ersten dieser Nachrichten habe ich einfach beantwortet und habe geschrieben, ja, das ginge schon, aber dafür ist eigentlich die Polizei zuständig. Aber jetzt kam jemand auf den Gedanken und hat gesagt, Moment mal, könnte man denn nicht sammeln? Könnten sich die Sachsen, könnten sich die Deutschen, könnten sich die Bürger der Welt, die sich an Kunst interessieren, nicht an einer Art Sammlung beteiligen und versuchen dafür zu sorgen, dass die Täter geschnappt werden. Diesen Gedanken habe ich verfolgt. Ich bin dem nachgegangen und tatsächlich ist es möglich. Man kann eine solche Belohnung aussetzen. Man kann eine solche Belohnung ausschreiben, ausloben, wie man das im Rechtssinne sagt. Das geht, man darf natürlich nicht dazu schreiben, dead or alive, wie im Western, das wäre also nicht erlaubt, das wäre nicht konform mit unserem geltenden Recht, aber ich kann als Privatperson eine solche Belohnung versprechen, ich kann das auch als eine Bürgerinitiative oder als ähnliches tun, ich muss auch nicht fragen, ich muss die Polizei nicht informieren, ich muss die Staatsanwaltschaft nicht informieren, ich muss nur sehr genau aufpassen, dass ich die Spielregeln definiere. Wenn ich also beispielsweise sage, ich lobe eine Belohnung aus, die zur Ergreifung der Täter oder zur Rückführung der Kunstschätze in den Besitz des Freistaates Sachsen führen, dann kann ich das machen. Ich muss dann genau definieren, wie und unter welchen Bedingungen soll diese Belohnung ausgelobt werden. Aber das funktioniert. Nun habe weder ich noch jeder andere, den ich kenne, die Möglichkeit, gigantische Belohnungen auszuschreiben, aber im Zusammenhang mit einem Video, was ich erst vor wenigen Tagen online gestellt habe zum Thema Spenden, ist mir natürlich ein Gedanke gekommen. Selbstverständlich könnte man ein Spendenkonto einrichten. Man könnte auf diesem Spendenkonto Spenden, Unterstützungszahlungen von Bürgern sammeln. Spendenquittungen kann man dafür nicht erstellen, weil man auf diese so schnell hier keinen gemeinnützigen Zweck erzeugen kann. Aber man könnte also Spenden sammeln und diese Spenden könnte man dann als Belohnung ausloben. Und das will ich tatsächlich probieren. Ich werde ein Underkonto, ein sogenanntes Fremdgeldkonto einrichten. Auf diesem Fremdgeldkonto werde ich Beträge sammeln. Diese Beträge, die dort eingehen sollen, werden wir dafür verwenden, ein Kopfgeld auszuschreiben, das zur Ergreifung der Täter oder zur Rückführung der Kunstschätze führen soll. Der Gedanke, auf den mich einer meiner Follower gebracht hat, ist der, es gibt alleine 4 Millionen Sachsen. Wenn jeder Sachse nur 1 Euro spenden würde, wäre das eine gigantische Belohnungssumme von 4 Millionen Euro, die zur Ergreifung der Täter ausgelobt werden könnten und die möglicherweise Anreize liefern, die Täter zu erwischen. Ich werde das machen, ich werde das prüfen, ich werde dieses Spendenkonto einrichten, wir blenden das hier unten ein, wir werden einen gemeinnützigen Verwendungszweck finden, ich werde das mit ein paar politischen Freunden auch hier in Dresden diskutieren, fraktionsübergreifend, ich bin ja selber auch Stadtrat, was machen wir mit dem Geld, wenn die Belohnung nicht ausgezahlt wird, was machen wir sozusagen mit der Spende, die hier eingeht, aber diesen Gedanken möchte ich verfolgen. Ich werde also so ein Spendenkonto hier einrichten und ich fordere euch auf, ich bitte euch herzlich, tragt das weiter, helft uns Sachsen, unseren Schatz zurückzuholen. Mal gucken, ob uns das möglicherweise mit der Einrichtung eines Spendenkontos, das für den Zweck der Auslobung eines Kopfgeldes geeignet ist, gelingt. Ein ungewöhnlicher Gedanke, der vielleicht zu einem ungewöhnlichen Erfolg führt. Es würde mich so freuen und es wäre ein so großer Sieg für unser Gemeinwohl, wenn uns das gemeinsam gelingen würde. Wohlan, lassen Sie es uns anpacken, lassen Sie es uns probieren.